Guten Abend YouTube, willkommen wieder zu einem neuen Unboxing mit mir, den Galvatrons und den Unpackenbär. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing. Wie ihr seht, ein Wii-Spiel, ein Anime und ein PS3-Spiel. Ja, ist gestern alles gekommen, der Torti war ja nicht im Hause. Wer musste aufpassen? Ich. Was das für eine anstrengende Art war, zum Postbote runterzugehen. Naja, egal. Ja, der Tosca kann ich sowas erklären, würde ich sagen. Oder? Kannst du das noch oder bist du zu faul? Nee, ich mach das ja jetzt schon. Also, wie er gesagt hat, das kam gestern mit der Post. Ich war ja nicht zu Hause. Einmal ein Wii-Spiel, einmal ein Anime in der Limited Collection und ein PS3-Spiel. Ich würde sagen, wir machen als erstes den Anime. Ist ein Studio Ghibli-Film. Und zwar Arrietty, die wundersame Welt der Burger. Ich habe irgendwie was mit dem Burger noch aus meiner Kindheit. Gab es da nicht einen Film oder ein Buch, Märchen? Ja, ist ab 0 Jahren freigegeben. So ein Studio Ghibli, die DVD Collection. Ich habe das hier oben schon mal ein bisschen angeritzt, dass es schneller geht. Den hatte ich gestern noch im Saturn in der Hand als normale Edition. Aber sowas muss man ja eigentlich in der limitierten Collection kaufen. Also mit diesem Schuber finde ich es schöner. Schönes Motiv finde ich. Ach ja, es ist Doppel-DVD. Disc 1 Hauptfilm. Bild ist 16 zu 9. Ton Deutsch 5.1, Japanisch 5.1, Untertitel Deutsch. Bonusmaterial auf der Disc 2 Storyboard zum kompletten Film. Interview mit Hayao Miyazaki und Hiomusa Yonubashi. Promotion-Video der Arrietty-Songs von Silly Couple und Originaltrailer japanische TV-Spots. Wartet. Unentdeckt zu bleiben ist ihr Burger die wichtigste aller Regeln, als sie von Menschenjungen Sho gesehen wird, bleibt Arrietty ihren Eltern scheinbar nichts anderes übrig, als ihr Zuhause für immer aufzugeben. Ja, was steht denn da? Konzept, Drehbuch von Yaya Misaki, Regie ist Hiromasa Yonobashi, Produktion Studio Ghibli, grandioser Zeichentrickkunst, cinema.de, handgemachte Animation zum Genießen TV-Spielfilm. Nach dem Drehbuch von Oscar-Preisträger Hayao Miyazaki, basierend auf Mary Nortons Die Borger, wundervoll als Zeichentrickfilm umgesetzt, ist die Nummer 6355. Ach, 6350. Ja, es ist Sonntagabend, ziemlich spät, ja. Technische Daten, Laufzeit 91 Minuten, Bonusmaterial 180 Minuten. So, das ist das Motiv nochmal, wenn man das rausholt. Hier sind diese schönen Karten dabei. Also, na, erstmal muss ich die, warte, erstmal muss ich das rausholen. Die Discs haben fast dasselbe Motiv. Also, erstmal so ein Raum. Dann ist das die Bonus-Disc. Ich meine jetzt hier, ja. Das ist dann diese Arrietty. Das ist Disc 1. Selbe Motiv wie auf dem Cover und allem. So. Jetzt die Karten, die sehr schön gemacht sind, finde ich. Der Film kam, glaube ich, letztes Jahr in Japan raus. Oder auf DVD. Weiß ich jetzt nicht mehr. Dieses Jahr bei uns, also diesen Monat. Die Karten duften auch sehr gut. Das ist dieser junge Schuh. Yep. Das war der Anime. Den werde ich mir gleich noch angucken in Ruhe. Ja, und dann gehe ich bald ins Bett. So, dann haben wir ein Wii-Spiel. The Core Gang. Invasion der inneren Irdischen. Deutscher Computerspielpreis, bestes Kinderspiel 2011 ab 6 Jahren. Ja, ist jetzt nicht nur ein Kinderspiel, sondern ist ja, Jump'n'Run für Groß und Klein, würde ich mal sagen. Unglaublich aber wahr. Konsolen-Hüpfspiel aus deutscher Produktion kann nur viel Spielspaß bringen. Sondern auch total witzig sein. Bravo 9.10. The Core Gang ist. Ich kann es nicht lesen. Ich muss die Folie abmachen, dann kann es besser sehen. Das ist auch nicht so eine Originalfolie. Finde ich ein bisschen komisch. Ups, jetzt ist mir fast aus der Hand geflogen. Aber es ist doch neu. Also, The Core Gang ist kunterbunt verspielt und bei diesem Spiel kann man nichts falsch machen. Die Bild.de Empfehlung kaufen. 8.010. The Core Gang gehört zu den besten Wii-Spielen und besticht vor allem mit einer wunderschönen Art Design sowie einer gehörigen Portion Humor. Game Zone 8.010.
Der böse Krabruder, die bösen Krabruder wollen die Weltherrschaft. Nur die Core-Gang kann dies verhindern. Sei dabei. Knackiger Jump'n'Run-Spaß, leichter Einstieg, geeignet für die ganze Familie und allen Kids. Packte Story, Humor und schräge Charaktere. 30 Level voller Nervenkitzel, Rätsel und Entdeckungen. Ich weiß, dass das Spiel erst damals, glaube ich, auf der Wii oder Xbox erscheinen sollte. Ist dann nie erschienen und jetzt ist es auf der Wii erschienen. Letztes Jahr, dieses Jahr, weiß ich nicht. Ich kenne das Spiel durch den User Alfredo 987 oder einfach Alfredo, mein Freund. Und der hat das ja mal in Box und jetzt habe ich es mir auch mal besorgt. Seinen Link verlinke ich natürlich. Ich werde nachher noch ein paar User mehr grüßen und empfehlen und verlinken. Aber ich sag noch nicht wann. In diesem Video auf jeden Fall. Aber auf Alfredo könnt ihr auch gerne mal drauf gehen, abonnieren und guckt euch seine Videos an. Ja. Ach, ich habe noch gar nicht ausgepackt. Mensch, Thorsten, bist du wieder neben dir? Soll ich das nicht lieber machen? Du hast doch Hirnfraß. Sei mal nicht so frech. Ich bin nicht frech, ich bin so. Die Disc ist, ja, sieht anders aus. Blau. Sieht okay aus. Nintendo-Hinweise braucht keiner zu gucken. In Farbe natürlich, wie bei Nintendo gewohnt. Ist zwar dünn, aber in Farbe, Charakterwechsel. Ich denke, es wird lustig sein. Der Alfredo meint, es wäre ganz okay. Ah ja, das Spiel wurde gemacht von Pixarnauts. Riecht auf jeden Fall, das habe ich nicht geduftet, aber es duftete sehr gut bis hier oben hin sogar. Ja, und jetzt kommt ein schwerer Titel. Ich weiß, viele kennen das Spiel, glaube ich, gar nicht. Das ist jetzt im September oder Oktober erschienen. El Shaddai Ascension of the Metatron. Das ist, glaube ich, da hat doch jemand von den Entwicklern von Okami mitgemacht, wenn ich mich nicht irre. Das Spiel hat, weiß gar nicht, was es für Bewertung bekommen hat. Es soll zwar nicht so grafisch top sein, aber schön. Irgendwie auf seine Art. So wie Okami, so ein Kunstwerkspiel eben. 8.010, Irrsinn, schöne Grafik, okay, offizielles PlayStation Magazin. Age 8 von 10 Punkten. Diese Welt hat noch kein Sterblicher gesehen. Erlebe ein Abenteuer, das die verschiedenen Spielelemente zusammenbringt und verschmilzt. Erkunde und kämpfe in 2D wie in 3D. Sogar Motorräder stehen zur Verfügung. Tauche immer andere Traumlandschaften ein, gestalte in einer neuen künstlerischen revolutionären Stil und gehe auf eine dramatische Reise durch die Version des Spielentwicklers Sawaki Takeyasu. Leicht zu lernen, schwer zu meistern. Erlebe brandheiße Action mit spielend leichter, erlernbarer Steuerung. Dank des veränderten Schwierigkeitsgrads werden Gelegenheitsspieler wie auch Profis gleichermaßen angesprochen. Braucht 4651 MB, Einspieler, Dualschutzvibration, 720p. Die Disc finde ich irgendwie cool. Spiel ist ab 12 Jahren freigegeben. Legen wir mal hier rüber. Ist kein Hintergrundbild, ist nicht schlimm. Anleitung sieht genauso aus wie auf der Hülle. Ist in schwarz-weiß, aber ist egal. Hier steht so liebischer Story. Charaktere, Lucifer, nee, doch. Nana. Keine Ahnung, was für Charaktere sind. Aber ich fand das Spiel sehr interessant. Und so Spiele, die erscheinen und interessant sind und nicht jeder kauft, sollte man sich eigentlich mal kaufen, weil es mal was anderes ist. Finde ich. Und ich habe wieder den Dufttest vergessen. Den holen wir jetzt noch schnell nach. Riecht sehr gut. Ich sage ja immer wieder, so ein Duft sollte es als Parfüm geben. Ob da die Frauen draufstehen, ist eine andere Sache. Ja, also ich kann alles benutzen. Ich rieche einfach goldig. Oh, jetzt hat man deine Hand gesehen. Ich werde von der Hand gehalten. Ah! So, jetzt empfehlen wir ein paar User. Und ja, ich fange an. Oder nee, du fängst an, Thorsten. Ja gut, dann empfehlen wir mal die Michael Mark 82. Der macht PS3 Collection, PS3 Unboxing. Finde ich sehr gut. Hat, glaube ich, nicht so viele Abonnenten. Ich habe ihn jetzt von mir mal empfohlen, mal wieder. Wäre gut, wenn ihr euch den mal angucken könntet. Dann empfehle ich auch Shampoo 18. Ey, das wollte ich machen. Also, ich empfehle die Shampoo 18, weil die mich so gerne hat. Und ja, könnt ihr euch auch gerne angucken. Eine ganz nette Userin. Mag mich sehr gern. Und wer mich gern mag, ist mein Freund. Dann den Bändermeister 2. Der ist wieder da mit neuen Videos. Der wurde ja gehackt und jetzt ist er wieder zurück. Hat jetzt auch neue Videos am Start und ich würde mal sagen, ein bisschen Werbung kann man ja machen und der wird sich bestimmt freuen. Wer ihn noch nicht kennt, kann sich ja auch mal anschauen. Macht auch Unboxing und Collection Videos. Auf jeden Fall ein netter Kerl und Freund. Ja, dann empfehle ich mal einen neuen User, den ich erst letztens abonniert habe, aber auch finde ich sehr sympathisch, den User. Macht Collection Videos. So, also ich habe nicht alle Videos bis jetzt gesehen, aber viele. Er macht PS2-Videos, ich glaube Wii-Videos, Collection-Videos, Neuzugänge-Videos, PS3-Collection-Videos. Ich glaube, er macht noch Unboxing, das weiß ich jetzt aber noch nicht.
Auf jeden Fall ein sympathischer User und sein Name ist MyPuma80. Ich werde auch seinen Link natürlich, seinen Kanal natürlich verlinken. Und ja, guckt euch ihn auch an, finde ich. Ist ein sympathischer User. Hat es auch verdient, ein paar Abonnenten mehr zu kriegen. Ja, sehe ich auch so. Ja, dann empfehle ich natürlich den Hardcore Gamer. Was heißt natürlich, Thorsten? Er macht's so. Also den Hardcore Gamer. Warte mal, die Stimme. Wer jetzt? Du oder ich? Ja gut, dann mach du es. Okay, der Hardcore Gamer 79. Der macht Collection Videos zu PS2, PSP, Xbox. Weiß ich jetzt, was ist Xbox, Thorsten? Nee, aber PS3. Ja, PS3, PS2, PSP. Auch mal angucken. Der hat leider nicht so viele Kommentare und Klicks so. Hätte mehr verdient, finden wir. Ne, Thorsten? Ja. Gut, ich hatte recht. Ja, dann den Tevatrons, den habe ich ja inspiriert. Du, nee, ich. Ja, okay, wir beide. Ja, wie ich ja gesagt habe, also wir beide. Ja, der macht Unboxing zu Anime, Mangas, stellt er vor, Spiele, andere Sachen stellt er auch mal vor. Ein junger User, aber ich finde auch junge User haben es mal empfohlen, ein bisschen Werbung zu bekommen, Promotion. Ja, dann meinen guten Freund, halt meinen guten alten, mein alter Freund Ducky RG. Ach, der Ducky, herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Du hättest Geburtstag, jetzt bist du so alt wie der Durste. Ja, also herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir nachträglich zu deinem Geburtstag. Ja, auch ein sehr sympathischer User. Auch Empfehlung garantiert von mir. Könnt ihr euch gerne angucken, macht Unboxing zu. Ich glaube, zu jeder Konsole, die hat PSP, Xbox, PS3. Toller User eigentlich auch. Was heißt die eigentlich? Ja, ist. Gut, und dann noch ein User. Ich habe mir gedacht, ich empfehle ihn einfach mal. Der hat letztens, der macht Unboxings, Let's Plays, aber eher mehr im PC-Bereich. Aber auch Konsolenspiele unboxt der. Und der macht auch zwischendurch andere Videos. Und der hat den letzten Wolf-Video. Und habe ich ihn mal gefragt, ob ich ihn nicht mal empfehlen soll. Er meinte, es wäre nett. Und dann empfehle ich es mal. Das wäre 2011 Crisis. Könnt ihr euch ja auch mal gerne ansehen. Ich glaube, er wird sich auch über das eine oder andere Abonnent freuen. Und dann empfehle ich noch die Sweet Cherry Nicole, weil sie gerade ihr erstes Let's Play, also ihr richtiges erstes Let's Play angefangen hat von Resonance of Fate. Und sie ist jetzt am dritten Part. Könnt ihr euch auch mal gerne angucken. Sehr sympathische Userin, nette Stimme, sehr lieb. Und ja, könnt ihr euch mal gucken. Ich hoffe, du kommst weiter als Kapitel 5, wie du gesagt hast, weil da hängst du ja irgendwie fest. Und ja, das schafft die schon, Thorsten. Auch Frauen können spielen. Na gut, ich glaube nicht. Was? Nee, war ein Scherz. Ja, das waren die Empfehlungen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, wir sagen auf Wiedersehen. Ich werde alle Links kommentieren. Ach, alle Links kommentieren. Mensch, Thorsten, reiß dich zusammen. Alle Links. Linken, Mann. Linken. Ja, du bringst mich durcheinander. Ich weiß, ich habe einen Charme. Da geht das Höschen wegfliegen. Ja, das war's von uns. Wir sagen auf Wiedersehen. Kommentiert und bewertet. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss.